Tipp. Wenn ich zu schwach auf der Brust bin, was die Lautstärke angeht, bitte nochmal sagen. Sonst mache ich jetzt einfach weiter und bedanke mich, dass ich zum Thema Revolution eingeladen worden bin. Was ja jetzt, der Begriff der Revolution ist jetzt nichts, was jetzt in der zeitgenössischen Kunstproduktion irgendwie ein zentraler Begriff im Moment wäre. Ne? Es ist eher von der Krise oder von allem anderen die Rede. Und es wird nochmal extra die dicke Öltube ausgepackt, um Bilder herzustellen. Und Revolution ist jetzt erstmal da nicht das Thema. Es wäre jetzt auch von der Stänkerei genug. Und dann würde ich dann direkt mal reingehen und zeigen, was ich denn vom Arbeitsprozess als, wenn ich jetzt digital arbeite, als revolutionär erlebe oder was da ein Ansatz sein könnte, der anders ist als Bildproduktion vorher. Und deswegen würde ich dann einfach jetzt mal ein bisschen was von dem Prozess erzählen und zeigen. Ich habe den Begriff aus alter Wurzel neue Kraft Unbiasedness as a Method of Operation gewählt, weil ich auch hier schon direkt klar machen möchte, dass es mir nicht um einen Bruch geht. Also wenn man an Revolution denkt, denkt man ja auch oft an Bruch, kaputt machen und irgendwie neu zusammensetzen. Sondern ich denke, dass es möglich ist, mit den gegebenen Parametern der Bildgenese, die wir schon haben, und der Bildgeschichte, dass wir da mit Hilfe des Computers neu weitermachen können. Und der Begriff des Unbiasedness ist ein Begriff, den man eigentlich sonst nur von Renderern und Computertechnologie her kennt, der aber, wenn man ihn ins Deutsche übersetzt, mit Erwartungstreue übersetzt wird. Und dieses Erwartungstreue ist für mich ein zentraler Begriff geworden, wenn es darum geht, wie stelle ich Bilder mit dem Computer her. Und das würde ich jetzt gerne mal so ein bisschen zeigen. Und das über diese Erwartungstreue und über den Fehler und über die Spur und den Schmutz schon auch vor 50 Jahren, 60 Jahren, 50 Jahren nachgedacht worden ist. Deswegen habe ich dieses Bild von Roy Lichtenstein einfach mal schon gewählt, wo wir dann auch sehen, dass dort Farbspuren und Farbspritzer irgendwie gepingelt und gesiebdruckt worden sind. Also die sind in die Rechnung mit angenommen worden und sind erwartet worden. Also das, was man sonst von der gestischen Malerei erkennen würde, man fährt mit einem breiten, großen Pinsel über eine Leinwand und man hat dann Spuren und Spritzer, die muss man jetzt erwarten. Darum geht es jetzt so ein bisschen bei dem ersten Versuchsaufbau, den ich jetzt zeigen würde. Nämlich das, was mich als erstes interessiert hatte, ist, wie gehe ich mit diesem Spritzer und diesem Klecksen, wie gehe ich mit denen um, wenn ich die im Computer herstellen möchte. Ich möchte ja ein Modell entwickeln, was jenseits der Collage ist, das heißt, ich mache da jetzt nicht mit fotografischen Ursprungs, versuche ich Spritzer und Kleckse an die richtige Stelle kompositorisch unterzubringen, sondern ich versuche ein physikalisches Modell zu finden, um diese Kleckser und Spritzer herzustellen. Und dafür habe ich 2012 ein Programm benutzt, was vielleicht dann doch einige kennen, das nennt sich RealFlow. Und das habe ich benutzt, weil das ein physikalisches Modell ist. Also es ist ein komplettes Environment, in dem man physikalisch arbeiten kann. Und dort habe ich mit Wasserpartikeln versucht, diese gestische Malerei, ja, nachäffen ist falsch, ne? Aber einen Versuch unternommen, an ein ähnliches, aber zeitgenössisches Ergebnis zu gelangen. Das heißt, ich habe eine Röhre erst im Computer gebaut und habe da Wasserpartikel durchfließen lassen, die je nachdem, wie viel Schwung und wie viel Druck ich vorne unten an den Emitter gelegt habe, passieren diese Spritzer genau in den Momenten, wenn es um die Kurve fährt. Also genau da, wenn ein Maler den Schwung machen würde und Schwung unternehmen würde, genau da hätte ich dann auch ähnliche Effekte. Und da wir hier von einer dreidimensionalen Begebenheit ausgehen, habe ich jetzt einfach nur das auch mal aus einem anderen Blickwinkel gezeigt, weil auch der exklusive Blickwinkel, den man aus der Malerei und aus der Fotografie kennt, dass man sagt, der Künstler wählt einen Standort, einen Blickwinkel, der muss ja hier auch nochmal zusätzlich getroffen werden. Ich habe ja genau wie in der inszenierten Fotografie die Möglichkeit, mich mit 360 Grad um meine Szenerie herum zu bewegen. Und hier sieht man es jetzt nochmal in kleiner, wie diese Partikel dann da hoch schwirren und diese Spuren hinterlassen, alles aus einem physikalischen Modell heraus. Das ist aber jetzt nur
Herstellungsprozess. Das ist jetzt nicht die Kunst selber oder das, was mich antreibt oder wo ich sagen würde, das ist das Artefakt, sondern das Artefakt wird erst dann hergestellt, wenn ich jetzt in dem Falle sehr arbeitsintensiv wurde diese Berechnung an eine Renderfarm gegeben. Dort haben dann 600 Rechner an dem Bild 6,7 Tage gerechnet und dann kam dann dieses Bild bei rum. Das ist dann jetzt ein fotografischer Abzug, das ist wirklich ein Artefakt, was an der Wand hängt. Das hat 1,80x2,40 und hier sieht man dann diese Säule. Man sieht unterschiedliche Spuren, Spritzer und andere Sachen. Der Renderer, den ich da benutzt habe, der so CPU-hungrig ist, dass man eine Renderfarm anschalten musste, der ist erwartungstreu. Es gibt andere Renderer, die nicht unbiased sind, sondern die, denen das egal ist, ob jetzt ein Schatten farbig ist oder... Also es geht hier auch wieder um eine physikalische Genauigkeit und ich hoffe, der Beamer kann es ein bisschen darstellen. Man sieht, dass die roten Kugeln nach unten dann doch einen recht farbigen Schatten werfen. Und das ist etwas, was den Unterschied ausmacht, ob das Ding jetzt 81.000 Stunden rechnet oder nur anderthalb Stunden. Also da geht die ganze Power rein und ich denke, da kann die Kunst einfach einen Unterschied markieren und sagen, oder muss den Unterschied markieren, kann sagen, ich gehe da unökonomisch ran. Also das lasse ich mich so und so viel Geld kosten. Also das ist etwas, was ja die Werbung oder die Spieleindustrie oder die Filmindustrie nicht machen könnte, weil es einfach, weil die ökonomische ganz andere Zwänge haben. Hier nochmal ein anderes Detail. Bei diesem Bild sind 3,8 Millionen Kugeln halt physikalisch richtig belichtet und berechnet worden. Und so sieht das Ganze dann im Ausstellungskontext mit einem anderen Bild zusammen aus. Dieses andere Bild würde ich jetzt auch nochmal als Beispiel nehmen, weil ich da nochmal plastischer zeigen kann, was ich mit diesen Effekten geistlicher Malerei meine. Hier ist diese monolithische Skulptur, die ich mit Metallpartikeln errechnet habe, wo ein elektrischer Magnet diese Vase irgendwie so hochgehoben hat. Und da konnte ich die Parameter nochmal richtig bis ans Limit reizen. Das sind 7,8 Millionen Kugeln, die da ausgerechnet worden sind, auch hier mit erwartungstreu, mit farbigen Schatten und schlüssiger Bildquelle. Und hier haben wir nochmal ein Detail und sehen jetzt hier die Momente und Effekte, wo der Maler, wenn er diese Kurve eng fahren würde, auch der Pinsel, Farbe und Spritzer wegschleudern würden. Das heißt, das muss ich im Computer erwarten, der macht das ja nicht von automatisch. Das heißt, ich musste mir ein Mesh basteln, was ab einem gewissen Druck zerreißt. Diese Kugeln sind also durch eine Hülle, eine Papierhülle könnte man sagen, im Computer sind die durchgeschossen worden. Und diese Hülle geht genau an den Stellen, wo es zu eng ist und wo dann die Fliehkraft zu groß wird, geht sie kaputt und Partikel verlassen diese Hülle. Das heißt, ich muss diesen Fehler erwarten. Der passiert nicht, sondern den muss ich erwarten. Und das hört sich nach einem minimalen Unterschied an, aber ich glaube, dass das ein riesengroßer ist, wenn es darum geht, wie gehe ich insgesamt mit dem Thema Fehler, Bruch und was weiß ich nicht allen, im Computer um. Oder insgesamt in der Bildherstellung um. Hier im nächsten Schritt sehen wir auch nochmal, was ich sonst noch mit diesem Datensatz alles anfangen kann. Das heißt, ich habe mir einmal diesen exklusiven Blickwinkel genommen, habe gesagt, hier baue ich meine Kamera auf, das ist meine Beleuchtung, das soll das fotografische Ergebnis werden. Und jetzt gibt es aber in der Zusammenarbeit mit der RWTH in Aachen, gibt es eine sogenannte Cave, das muss man sich vorstellen wie so ein Holodeck, wo man reingehen kann. Das Einzige, was die Cave vom Holodeck noch unterscheidet, ist, dass man eine Brille auf hat, aber man ist immersiv, das heißt, man kann sich selber in diesem Raum wahrnehmen und man kann in diesem Bild dann rumgehen. Das sehen wir jetzt in einer kleinen Animation. Als nächstes, man hat also so diese Handtrigger und kann die Kugeln wegschieben, auf den Boden werfen. Man kann durch Gesten Gravitation ausstellen. Man kann die ersten Sachen da machen. Das ist Ende des Jahres, habe ich eine Ausstellung im Ludwig Forum in Aachen und ist auch geplant, dass man dann mit Shuttlebussen sich einmal diesen exklusiven Blickwinkel, wo ich sage, im Jahre 2015 können wir noch was machen. Das hängt hier. Aber man kann sich auch mal angucken, wie das ist, wenn man diesen exklusiven Blickwinkel verlässt. Wenn man sich einfach den Datensatz anguckt. Oh, das ruckelt aber ganz ordentlich. Warum auch immer. Kein Strom, aber wahrscheinlich. Ja.
Also es ruckelt in der Cave nicht. Die machen also 64 Frames pro Sekunde. Das ist schon alles ganz ordentlich. Das heißt, das war alles 2012. Dieser Datensatz ist auch von 2012. Und ich habe dann geguckt, wie gehe ich mit Gestik innerhalb des Computers um, wie gehe ich mit den Effekten gestischer Malerei als einfach Bildeffekt oder Bild, als welche Bilder, die ist in der Welt, ich möchte damit nicht brechen, sondern wie gehe ich damit um, was kann ich damit im Jahre 2015 mit Hilfe des Computers anstellen. Und was man aber schon an den Bildern gesehen hat, man hat halt diese Kugelskulpturen und die Detailfülle ist nicht so, wie ich mir das gewünscht hatte. Das war aber wirklich aus Ermangelung besserer Computer und Computerprogramme zu diesem Zeitpunkt. Ne? Und da machen jetzt diese zwei Jahre, die den Unterschied jetzt markieren, der Bilder, die ich jetzt zeige, die machen da einen riesen Unterschied. Also 2014 war es mir dann möglich, über einen Umweg an dieses Thema Gestus und Detailfülle, Detailreichtum, den die Malerei, wenn man sich einfach drei Farben auf einen Pinsel nebeneinander legt und dreht die kurz auf der Leinwand, dann habe ich da ja ein Farben- und Schillerspiel, auf das ich einfach neidisch bin, ne? Und möchte denen ja irgendwie eine Bilderwelt parallel anbieten, wo man sagt, die können zusammen, also das ist keine Ermangelung, weil über den Computer wird oft geredet, defizitär, der Computer ist kalt, der Computer ist unpersönlich und so, und ich halte das alles für Qualitäten und nicht für Defizite, und deswegen möchte ich nicht, dass man jetzt zum Beispiel über das Thema stolpert und sagt, da ist nicht genug Detailreichtum, da ist keine Patina und so weiter. Und dieser Umweg war, dass ich mir ein Wasserfall-Flussbett im Computer gebaut habe und habe dort dann habe da Gas runterstürzen lassen mit einem Simulationsprogramm, und dieses Gas-Simulationsprogramm kann halt gut Gase ausrechnen, aber es bringt mir sonst, das ist so ähnlich, als hätte ich jetzt einfach eine Hülle um meine 3,8 Millionen Kügelchen gelegt und hätte jetzt auch wieder so eine skulpturale Form, aber ich wollte da mehr rausholen, ich hatte die Hoffnung, dass man da mehr rausholen kann, und über einen Trick kann man da mehr rausholen. Das heißt, im nächsten Schritt habe ich dieses Gas, habe den schlaue Erbschen oder schlaue Partikel zur Verfügung gestellt und habe gesagt, ihr geht jetzt mal alle mit, ihr werdet mit runter, ihr stürzt euch doch mit runter. Und diese Erbsen, diese Kugeln, die hatten auch 2012 schon die Möglichkeit, mir, oder die Qualität, mir verschiedene Parameter auf die Festplatte zu schreiben. Also wo komme ich her, wo gehe ich hin, wie alt bin ich, wie schnell bin ich, wie weit ist es bis zu meinen Nachbarn. Das ist alles das, was das Gas nicht weiß, aber was diese Kugeln wissen. Und im nächsten Schritt sieht man jetzt nur die Erbschen. Und das Tolle ist, dass diese Erbschen auch noch wissen, wo sie als nächstes hingehen. Das heißt also, wenn ich mir Frame 40 nehme, die wissen, was in 30 Frames später passiert. Und das kann man ausnutzen. Dann kann man dann Fragen an diese Erbschen stellen und kann dann sagen, mach mir doch bitte alles braun, was irgendwie zu schnell ist, und alles grün, was zu langsam ist. Und dann hätten wir so etwas, was wie gestische Malerei oder eine Erinnerung daran. Aber jetzt aber auch in einem dreidimensionalen Raum mit einer schlüssigen Beleuchtung und einem Hintergrund. Es wirft auch noch Schatten. Also sich jetzt hinzustellen, zu sagen, jetzt geht es wieder um den exklusiven Blickwinkel. Dieses Bild ist eindeutig gegenständlich. Das kann man nicht sagen. Man kann aber auch nicht sich zu 100% hinstellen und sagen, das ist abstrakt. Also diese Genre-Exklusivität, die interessiert mich auch nicht mehr, weil ich denke, mit dem Computer sind wir hier jetzt in der Lage, was anderes zu machen. Das war jetzt 2014. 2015 habe ich dazu jetzt addiert, dass ich noch physikalische Modelle, und zwar sehr einfache Modelle, Sachen, die runterstürzen, war meine Idee, dass die Spur des Stürzens jemand dem Betrachter plausibler erscheinen, als wenn ich etwas mit der Mausgestalt oder Algorithmen eintippe. Und das wäre dann auch das letzte Beispiel. Und wir sind top in der Zeit. Hier sieht man jetzt sehr, 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 sehr einfache geometrische Figuren. Hier sieht man die Spur dieser Figuren. Hier sieht man Rauch der geometrischen Formen. Hier sieht man, wie der Rauch die Spuren verwirbelt. Hier sieht man alles zusammen.
und dann kommt dann im besten Fall dieses Bild dann dabei rum. Das ist jetzt das letzte von diesem Jahr. Und das wäre dann so ein Prozess, der ein Versuch ist, dem ganzen Modell zeitgenössischer Kunst oder Moderne noch etwas dran zu setzen. Wenn man euphorisch wäre, wird man das dann so Revolution nennen. Aber es wird halt leider nicht so besprochen. Ja, gut. Und damit sind wir auch durch. Top in der Zeit. Fragen. Also wenn man sich die Arbeiten von Roy Lichtenstein mal näher anschaut, stellt man fest, dass die dafür, dass sie so von der Ferne sehr präzise wirken, doch relativ schlampig gemalt sind. Also ja. Vom Nahen sind die wirklich relativ schnell gearbeitet haben oder relativ nachlässig. Das ist ja genau das Gegenteil. Also so da wird ja offene Türen bei mir gerade. Das ist ja monatelange Vorbereitung, Versuche, sehr präzise Algorithmen. Wie ist das Verhältnis zwischen praktisch dieser Vorbereitungszeit und dem Gestus? Das ist ja ein völliger Gegensatz in dieser Arbeit. Ja, und das ist irre, dass du das erwähnst, weil das Fässchen wollte ich hier nicht aufmachen. Das nennt man ja eigentlich Projektion oder Gombrich nennt das Projektion. Man sieht ein Bild, geht nah ran und merkt, irgendwann kann ich die Lesweise wechseln. Also irgendwann nehme ich auf der Leinwand die Farbe wahr. Nicht mehr, ne? Also oder ich gehe an ein zeitgenössisches fotografisches Exponat ran und irgendwann sehe ich den Korn im Film oder ich sehe irgendetwas anderes, was das Mediale nach vorne treten lässt. Und Gombrich hat in den 50ern, als er dieses Art and Illusion Buch geschrieben hat, schon die Hoffnung geäußert, dass mit Hilfe neuer Technologien diese Projektion des Betrachters, wo man irgendwann aus dem Farbklecks eine Putte macht oder ne, dass dieses Maß der Projektion irgendwann minimiert werden kann. Und das alles, was wir hier jetzt gesehen haben, ist halt auch noch zusätzlich ein Versuch, dieses Projektionsmaß zu minimieren. Also ich versuche auch, soweit es gehend möglich ist, mit einem größeren Farbraum als der Fotografie zu arbeiten, wie man dann jetzt auf den Tintenstrahl ausweicht und so. Aber das ist alles auch ein bisschen Harakiri-Modus, weil wenn du einem Sammler sagst, das ist ein Tintenstrahlausdruck oder so, ne, die haben ja noch andere Parameter einfach im Kopf. Ne? Die wollen eher das Diaset haben mit einem beschränkteren Farbumfang und so weiter. Die wollen dieses Maß an Projektion. Und ich glaube, das, was ich eben schon sagte, dass man den Computer als defizitär erlebt, hat mit diesem Mangel an dieser Projektionsfläche zu tun. So. Wie ist das denn mit der Größe? Musst du dir vorher überlegen, wie groß das Bild, was du machen willst, werden soll? Oder kannst du erstmal anfangen und funktioniert das mit dem Vektor, dass du sagen kannst, ich kann das unendlich groß ziehen, wenn ich möchte? Nee, das hat dann schon wieder, das ist ganz eng gekoppelt an, wie viele Objekte werbe ich rein. Was geben meine Rechner im Moment her oder was gibt eine Renderfarm her? Weil es ist ja auch nicht so, dass du Carte Blanche da draußen hast und sagst, pass mal auf, ich möchte jetzt ein Standbild in 1,80x240 machen. Dafür sind diese Renderfarmen auch nicht ausgelegt. Die wollen Filme ausrechnen. Das heißt, die brauchen halt einen Rechner, der sich aus 600 Einzelteilen, die dann aber groß sind, dann kommt eine temporäre Datei von 90 GB. Dafür brauchst du aber einen Rechner, der das kann. Ne? Und wir haben bei der Ausstellung, die ich 2012 hatte, haben wir 6 Renderfarmen verschlissen, die gesagt haben, wir machen euch das und haben es aber nicht hingekriegt. Ne? Das heißt, es muss vorher ganz genau überlegt werden, was habe ich vor und das sind dann aber Erfahrungswerte, kriege ich das dann in dem Format überhaupt hin. Und dieses Bild, was wir hier jetzt sehen, von 2015, das ist 1,40x1,80. Das ist schon ordentlich, ne? Das geht aber jetzt auch mittlerweile größer. Ich hatte in Stuttgart eine Ausstellung, da hingen auch 2,20x1,80 Bilder. Die waren zum Zeitpunkt der Kunstvereinsausstellung, die ich hier ja letztes Jahr hatte, war das nicht möglich. Da war das Format, was wir da gesehen haben, das Maximum. Das hat dann einfach nur, ich musste halt ein neuer Rechner wieder her. Ne? Ja.
Ja. Gibt es noch Fragen? Da ganz hinten. Ja, ganz dezente Frage. Was bezahlt man denn so für ein Bild? Kommt drauf an, ob das eine Auflage ist oder ein Unikat. Also es ist irgendwie, kannst du von 2.000 Euro bis 35.000, 50.000 Euro kann man da alles haben. Ne? Bitte? Ich sagen, jetzt mal anders betrachtet, wie viele Arbeitsstunden steckt für dich in so einem Bild? Also die Ausstellung in Berlin, die wir gesehen haben mit diesen Partikeln und diesem erwartungstreuen Rechner, da habe ich anderthalb Jahre an 8 Bildern gesessen. Die Kunstvereinsausstellung waren 2,5 Jahre Arbeit. Das ist aber auch, da kommt dann so ein Begriff von Mühe, ne, der oft vergessen wird, wenn man mit, wenn man über Computerproduktion redet, weil jetzt habe ich am Anfang gestänkert, jetzt stänkere ich auch nochmal am Ende. Wenn ich mir so etwas überlege, wie diese Kapitulationserklärung der Post-Internet-Art oder so, wo Künstler sich wirklich geschlossen hinstellen und sagen, man kann nicht mithalten mit Filmindustrie, Spieleindustrie und so weiter, ne, mit deren ganzen Manpower und Budget, dann denke ich mir, dass man aber mit Mühe, ne, zum Beispiel nochmal so ein Angebot machen kann und mit einer Nicht-Ökonomie, wo die dann nicht mithalten können. Ich wüsste gern, was so dein Antrieb ist dabei. Also da ist ja so eine ganz ungewöhnliche Kombination von, sage ich mal, ästhetischem Ausdruck, ne? Das Ganze zu planen, aber dann habe ich auch irgendwie sowas rausgehört, wie ein bisschen die Maschine zu bezwingen. Ne? Also das ist so langfristiges Sudoku, ne? Das ist, so das ist auch ganz starkes Rechthaberei, ne? Also irgendwie so, ich möchte, dass das klappt, ich möchte, dass das geht, eine These aufstellen, also das ist einfach so Abenteuerlust. Man stellt so eine These auf, die recht steil ist und versucht dann irgendwie das hinzukriegen. Ne? Ja. Das ist die Motivation. Also es gibt Künstler, die arbeiten mit dem Computer und sagen dann, das wäre Malerei, was durchaus sinnvoll sein kann. Ist das jetzt Skulptur? Nee, das ist ein Bild, Bildherstellung. Das okay. Ist einfach, ja, aber Artefaktherstellung. Ne? Also ich würde mich auch jetzt nicht eindeutig auf so eine Seite schlagen und sagen, das Ding ist nicht vielleicht auch nur ein Objekt. Also wo ändert sich das? Also, viele würden übereinkommen, würden sagen, es ist ein Bild, aber ich gebe mir schon sehr viel Mühe auch mit dem Rahmen und, ne, und der ganzen, dem ganzen Drumherum, dass es vielleicht dann doch, also ich bin da ja selber, ich sage ja nicht, dass das eine Antwort ist oder dass das eine totale Lösung ist, sondern es ist ein Angebot an 2015 etwas herzustellen, was selten ist. Vielleicht muss man dem auch kein Label geben. Ja, so. Ist eine ästhetische Praxis. Ich würde es auch nicht Kunst nennen, sondern es ist eine ästhetische Praxis. Findest du nicht? Sehr schön. Dein Name ist natürlich trotzdem noch schön. Mein Name? Ja, soll ich mich reiner ästhetische Praxis nennen? Reine ästhetische Praxis. Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Vielen Dank, lieber Tim. Vielen Dank euch allen fürs Kommen heute Morgen. Wir haben noch ein bisschen Kaffee oben. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Teilchen, ein bisschen Wasser. Nutzt die Gelegenheit, auch gerne noch im 1-zu-1-Gespräch, denke ich, ne, nachzufragen und euch Dinge erklären zu lassen. Und einen schönen Freitag noch. Und wir freuen uns auf den 10. Juli beim nächsten Mal. Danke.